Ja, hallo, schön, dass ihr da seid. Wir wollen euch heute mal unser Projekt Freifunk IoT vorstellen. Was ist denn das und wie geht das? Und am Ende auch, wie kann man mitmachen? Wir, das sind einmal der Adnidor, der dann Hibas 123 oder Fabian und ich bin der Margau. Ja, dann fangen wir mal an mit, was ist das eigentlich und wie geht das? Irgendwann vor längerer Zeit, letzten Sommer im Freifunk Stuttgart, hat der Yannick, der Adnidor, öfters mal gesagt, wir brauchen mehr interne Dienste, weil Freifunk ist ein tolles Netz. Es wird von den meisten Leuten nur ausschließlich dazu benutzt, Daten ins Internet zu übertragen, also das, was man unter Transit kennt. Freifunk nur als Bürgernetz ist eigentlich oder lebt davon, wenn man auch mehr mit ihm macht, als es nur als einfachen Hotspot, als einfachen Zugang zum Internet zu benutzen. Und so ist dann schließlich die Idee geboren oder der Gedanke geboren, dass wir versuchen wollen, Freifunk auch für mehr zu benutzen. Und da kam dann recht schnell die Idee, wie wäre es denn, wenn wir einfach in geordneter Form oder mehr oder weniger geordneter Form viele selbstgebaute Sensoren, wo viele von uns schon einige gebaut hatten, damit reinhängen und so das Freifunknetz auch für die Sensoren benutzen, quasi ein bisschen IoT über das Freifunknetz machen und so ist das Projekt dann letztendlich entstanden. Genau, das Konzept, letztendlich wollen wir eine Plattform schaffen, mit dem jeder, der Lust drauf hat, relativ einfach, auch ohne große elektrotechnischen Kenntnisse oder Informatikkenntnisse, sich einen eigenen Sensor, wie man sie hier vorne liegen sieht, die beiden, ja, zusammenbasteln kann, zusammenlöten kann, und ohne großen Entwicklungsaufwand sich zu Hause einen selbstgebauten Temperatursensor oder einen ja, Feuchtigkeitssensor für die Blumen oder sonst was hinstellen kann. Das Ganze in, ich sag mal, im Format von einem Ökosystem, weil es bringt natürlich recht wenig, wenn man nur einen Sensor zusammengebastelt hat, der dann irgendwie auf eine serielle Schnittstelle da irgendwelche Daten hinloggt. Dementsprechend brauchen wir auch ein Backend, irgendwas, was auf einem Server die Daten sammelt. Ja. Mehr Details zu unserem Konzept, was da noch alles mit drin ist, findet ihr auch auf GitHub. Wir haben eine GitHub-Organisation und da ist unter anderem das Konzept drin. Wenn ihr noch tolle Ideen habt, was noch mit rein sollte, kann man das auch gerne da mit hinzufügen als Pull Request. Dann, genau. Nächster Punkt. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch den Satz, das S in IoT steht für Security. Und man bekommt vielleicht ab und zu mal mit, dass so Leute, die sich damit gut auskennen, smarte Kühlschränke oder den vernetzten Toaster oder ähnliche Dinge nicht für eine allzu gute Idee halten. Und das nicht ganz ohne Grund, weil von diversen Botnetzangriffen und so weiter durchaus immer mehr IoT-Geräte beteiligt sind. Und wir wollen natürlich ungern, dass es dann irgendwann heißt, ja, Freifunk IoT hat jetzt die Webseite von was weiß ich lahmgelegt oder so. Deswegen haben wir uns zurzeit erstmal nur auf einerseits den Part Sensoren beschränkt, weil zumindest zu Hause kann ich weniger kaputt machen, wenn ich nur Daten auslese und das Gerät doch gekapert wäre. Wenn ich mit dem Gerät irgendwie einen Ofen an- und ausschalte, kann ich mehr kaputt machen. Und der andere Punkt ist, vom Design her ist alles so ausgelegt, dass auf den Geräten selbst, also auf den Sensoren, keine eingehenden Datenverbindungen ermöglicht sind. Das heißt, keine Firmware-Updates, nichts, sondern die nur von sich aus Daten nach außen schicken und so schon vom Design her, ja, möglichst noch sicherer sind. Also bevor irgendjemand, ja, da schon direkt Bedenken anmeldet. Wir haben versucht, so gut es geht, mit den ESP8266-Bauteilen dagegen anzuwirken. Genau. Aber dann jetzt erstmal als großer Überblick, was ist überhaupt Teil von unserem Projekt? Am wichtigsten natürlich die Hardware, weil ohne Hardware macht IoT keinen Spaß. Die in viel bekannten ESP8266 bzw. ESP32-Bauteile, das sind die beiden Platinen, die man hier vorne schon liegen sieht. Einmal hier der sogenannte Node-MCU. Und eine auf der Basis selbst entwickelte Platine, das ist aber letztendlich auch nur, damit wir nicht so viel zu löten haben. Das ist so der Grundbaustein, mit dem wir aktuell arbeiten. Bosch XDK, das ist ein IoT-Einsteigerset von Bosch, relativ teuer,
ist mir durch meine Hochschule mal in die Hände gefallen. Also haben wir es auch in Freifunk IoT mal mit eingebaut und Daten mit hingesendet. Mit Raspberry Pis ist das natürlich auch denkbar. Und theoretisch jedes beliebige andere Hardware-Gerät, Sorte von Hardware, für die irgendjemand irgendwann mal Lust hat, was für zu bauen. Also das ist natürlich offen für alles. Genau, nächster Teil, der wichtigste Teil mit, ist das Backend. Wo quasi die Daten letztendlich für den Nutzer nutzbar gemacht werden. Wir haben einmal das Modul DataSync. Das nimmt die Daten entgegen von dem Sensor. Zurzeit läuft das mit MQTT, also ein Standardprotokoll für so IoT-Sachen, aber HTTP geht auch und andere Protokolle, die auf reinem TCP oder reinem UDP basieren, sind zumindest geplant. Da so ein System dann schnell zu einem geschlossenen System werden könnte, wenn man keine Schnittstellen hat, um eigene Applikationen drauf laufen zu lassen, ist es natürlich nicht so schön. Deswegen haben wir direkt das Data Access mit eingeplant. Data Access stellt letztendlich APIs bereit, mit denen man selbst die Daten abrufen kann, um sie weiter anzuzeigen. Beispielsweise eine Webseite, die die aktuelle Temperatur von irgendwas anzeigen will oder jedes beliebige andere, ja, sinnvolle oder auch unsinnige Projekt. Ja, genau, die ganzen Schnittstellen. Wir wollen Authentication einbauen, das heißt, zurzeit ist es so, jeder kann sich für einen Sensor ausgeben und Daten hinsenden. In Zukunft wollen wir das über verschiedene Ebenen auch absichern können. Und Federation soll letztendlich auch mit eingebaut werden, wie man es beispielsweise von Nextcloud kennt. Verschiedene Instanzen, verschiedene selbstgehostete Instanzen arbeiten zusammen. Man kann Daten zu den anderen Instanzen freigeben. Das Ganze soll in einem zukünftigen Projektschritt auch mit Freifunk IoT möglich sein. Genau, Dokumentation gehört nämlich auch dazu. Das ist so für die Einsteiger natürlich wichtig und wichtig dafür, dass wir viele Leute damit erreichen können und auch vielen Leuten die Möglichkeit geben können, ohne vertiefte Kenntnisse einzusteigen. Dementsprechend ist geplant, beziehungsweise teilweise existiert es schon, entsprechende Tutorials anzufertigen, die Hardware- und Software-Examples gut dokumentiert auf GitHub zu veröffentlichen. Genauso wie Platinendesigns, die es schon für einige Varianten gibt, wo man sich dann selbst die Platine entweder fräsen oder auch bestellen kann und so zusammenlöten kann. Aber auch Workshops zu einem späteren Zeitpunkt zum Einstieg in den Bereich mal anbieten. Soweit sind wir aktuell noch nicht, das kommt dann noch. Genau, zeigen wir euch mal eine kleine Demo. Es ist leider ein bisschen ungünstig, weil in den letzten beiden Stunden sind uns beide Sensoren hier ausgefallen. Aber wir haben uns einen Demosensor gebaut, der letztendlich in reiner Software sich auch lustige Daten ausdenkt. Ja, also das war die HTTP-Schnittstelle von der API. Die ist auch schön. Grafana freifunk.iot.de ist unsere aktuelle Testinstanz. Geh am besten mal aufs Dashboard. Ja, genau das. Da sieht man zurzeit alle verfügbaren Sensoren. Das heißt, alles, wo irgendwann schon mal jemand was reingepostet hat. Theoretisch sollten OIO, Moisture und Temperature was anzeigen. Da sieht man auch, sie zeigen lustige Werte an, nur 175% relative Luftfeuchtigkeit. Dafür, dass was im Trockenen liegt, ist dann irgendwie doch nicht so ganz richtig. Leider. Kannst du gerade mal auf den Temperature-Sensor gehen und dann mal rauszoomen, vielleicht mal auf die letzten 6 Stunden oder so. Da sieht man dann nämlich, dass der bis mitten in der, bis heute Vormittag noch funktioniert hat und schöne Werte für Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Temperatur geliefert hat. Also das funktioniert durchaus. Wir haben leider noch nicht rausgefunden, warum er jetzt kaputt ist, aber naja. Oder wenn man sich das anschauen will, Demosensor, das ist so der Fall, alle möglichen sinnigen und unsinnigen Daten. Hier zum Beispiel lassen wir Zufallszahlen generieren. Hier Zufallszahlen mit Vorzeichen oder oben kann man sich anschauen, an welcher Stelle die ISS gerade über der Erde war. Genauso haben wir unten noch einen schönen Sinus und man sieht den aktuellen Unix-Timestamp. Also man sieht damit letztendlich, dass das Backend noch funktioniert, auch wenn unsere Sensoren es leider gerade nicht mehr tun. Vermutlich waren sie auch aufgeregt hier vor oder irgendwie sowas. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter als nächstes mit den Details zum Backend. Fabian. Yay, mein Test. Okay, also wir haben Backend für die Daten, um sie zu sammeln. Wir haben bei uns recht kreativ DataSync genannt. Kann man einfach alles reinstopfen.
wir haben theoretisch eine Struktur mit verschiedenen Sensoren. Jeder Sensor kann verschiedene Channel haben. Das heißt, ein Sensor ist wirklich eine Hardware. Eine Hardware, wie man gesehen hat, kann bei uns zum Beispiel eine Temperatur, Pressure, Humidity bei dem Temperatursensor haben. Und das sind die einzelnen Channels. Der Server ist in der Lage, beliebig viele Sensoren und Channels gleichzeitig aufzunehmen, das über verschiedene Protokolle. Wir haben zum Beispiel Unterstützung für MQTT, was ja sehr beliebt bei IoT-Geräten ist. Ein recht simples UDP-Protokoll, mit dem man auch mit den kleinsten Geräten irgendwie in der Lage ist, Daten hochzuschieben. Und für alle, die es brauchen, eine HTTP-HTTPS Endpunkt, mit dem man auch theoretisch geschützt die Daten ja, übertragen kann. Jetzt auch nochmal als Beispiel ein MQTT-Beispielnachricht. Also man kann hat immer die Kombination aus einem Sensor und dem Channel und dahinter einfach den Wert, den man übertragen will. Das Ganze kann man mit beliebig vielen Sensoren und Channeln gleichzeitig machen und optional auch noch einen Timestamp übertragen. Also aktuell ist es so, wenn der Timestamp gegeben wird, wird der Timestamp benutzt. Wenn kein Timestamp gegeben wird, nutzt er einfach die aktuelle Zeit. So. Das DataSync soll allerdings zusätzlich zu dem, ich sammle nur Daten, auch in der Lage sein, später Events auszulösen. Das heißt, Temperatur steigt, also Wert steigt über ein gewisses Level, man bekommt ein Event ausgelöst, das kann dann am Ende in Form von einer E-Mail sein, in Form von einer Chat-Nachricht, in Form von einem HTTP-Post-Request an irgendeinen frei definierbaren Endpunkt. Das ist allerdings noch in Arbeit, also kann man noch nicht wirklich demonstrieren. Ja. Der zweite Punkt bei uns war, der zweite Teil unserer Infrastruktur soll Data Access sein. Also natürlich Daten sammeln ist eine Sache, auf die Daten zugreifen, wie er schon sagte, die andere Sache und wir wollen das so offen wie möglich machen. Das heißt, es wird einmal das Grafana-Interface geben, für einfach mal ganz schnell gucken, was ist denn jetzt angekommen. Und als zweites eine HTTP-API, also eine API, wo man wirklich auf jegliche Daten möglichst flexibel zugreifen kann und damit in der Lage ist, eigene Interfaces, eigene Monitore irgendwie aufzustellen, auch auf möglicherweise eigene Events zu registrieren und genau das. Als nächstes, auch relativ wichtig bei uns, ist der Authentication. Also ganz wichtig erstmal am Anfang, es ist optional. Wir wollen es ja auch optional halten. Das heißt, jeder kann einen Sensor nehmen, kann ihn hochschieben und man kann die Daten öffentlich einsehen. Wenn man nicht authentifiziert ist, kann jeder die Daten sehen. Das mag einerseits gewollt sein oder auch sinnvoll sein. Ich meine, man kann eine random ID wählen für einen Sensor, die man dann nur selber kennt und jemand anders kann mit den Daten nicht viel anfangen. Andererseits vielleicht auch nicht. Und deswegen gibt es halt die Authentification und das hat den folgenden Vorteil, man kann halt erstmal sagen, okay, ich habe hier bestimmte Sensoren, die gehören mir, die Daten, die da reinkommen, die möchte eigentlich nur ich sehen oder Leute, mit denen ich das teile. Zweitens, wir machen halt das verfügbar machen von Events, HTTP, Post-Events, E-Mail-Registrierung und das alles wird dann möglich sein, indem man halt einen Account hat, wo man halt dann E-Mail-Adressen hinterlegen kann oder halt Events registrieren auf die entsprechenden Sensoren und Channel. Genau. Marvin hat vorhin auch schon ganz freundlich Federation angesprochen. Federation soll möglich sein und wir haben uns jetzt ja als die Lösung für alles erstmal für Blockchain entschieden. Wir wollen das auf jeden Fall mit Blockchain machen. ja, ich glaube, da muss man nicht mehr viel zu sagen. ja. Wir wollen alles mit Blockchain machen. Wir wollen alles mit Blockchain machen. Perfekt. Gut. Stimmt. Ja. Jo. Ja. Also nein, um es einmal kurz klarzustellen, wir wollen es natürlich nicht alles mit Blockchain machen. Wir sind nur zurzeit noch am Überlegen, wie wir es am sinnvollsten machen und wir erhoffen uns von euch gute Ideen, dass wir es, weil ihr so viel Angst habt, dass wir es mit Blockchain machen, dass wir es nicht mit Blockchain machen müssen. Also wenn nachher jemand eine gute Idee hat, ja, wir sind da. So, jetzt sage ich noch kurz was zur Hardware. Wir wollen, dass die Boards, die verwendet werden für die Sensoren und natürlich auch für das Senden von den Daten, so einfach sind, dass sie jeder oder fast jeder selber zusammenbauen, zusammenlöten kann. Oh, ich stehe im Bild. Aber. Und das Ganze ist, wie schon vorhin erwähnt, hauptsächlich ESP-basiert. Allerdings werden wir auch andere Boards oder andere Prozessoren unterstützen. Was für Arten von Sensoren möchten wir im Freifunk IoT haben? Das ist, hier könnt ihr auch selber lesen,
Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Licht, Schallpegel. Das ist selbstverständlich keine vollständige Liste. Und, wenn ihr Ideen habt, was ihr noch irgendwie sammeln wollt, gerne, keine Ahnung, ein Sensor an der Tür, wie viele Leute durchgehen. Sensor, wie, was ist der aktuelle Stand der Sonne? Keine Ahnung, ihr habt da sicher deutlich mehr Ideen als ich. Sensoren allein, das ist schön und gut, da hat man so ein Bauteil. Sowas hier, das nützt allein nicht viel, denn erstens, ja, hat es keinen Strom und zweitens, die Daten können ja auch nicht einfach magisch ans Backend gesendet werden. Da haben wir dann immer noch so eine Platine dabei. Auf dieser Platine ist verschiedene Support-Hardware und als Hauptstück ein Mikrocontroller. Das ist bei unseren aktuellen Platinen immer der ESP8266. Geplant haben wir auch noch welche für einen ESP32 oder einen Raspberry Pi oder entsprechende Klons davon, da gibt es ja relativ viele. Ich rede immer von Platinen, die wir aktuell haben. Das ist aktuell diese hier. Beziehungsweise wir haben in unserer GitHub-Organisation gibt es ein Repository Hardware. Da sind verschiedene Designs, oder unter anderem diese Platine, das Design-Files davon, die ihr selber zum Hersteller oder selbst herstellen, selbst ätzen, fräsen, sonst was könnt. Und es gibt auch noch, ich glaube, 5 Ansätze für Platinen, die wir noch entwickeln wollen. Die sind allerdings noch nicht fertig. Aber wir rechnen damit, dass sie im Lauf des Jahres, vielleicht auch noch die eine auf dem Kongress, aber im Lauf des Jahres werden die fertig, also nächstes Jahr natürlich, das ist, werden die noch fertig werden. Genau. Einmal noch genau, wer wir sind. Also wie ihr uns erreichen könnt, in der Regel Twitter oder Mastodon und alle, wenn wir gerade mal nicht da sind, direkt. Wir sitzen auch, ich sag mal, recht häufig direkt hier hinter der Vortragsecke an der Freifunk-Hardware-Ausstellung, da wo es so schön eine Mech-Demo blinkt und ja, da, das zu uns nochmal. Dann weiter Ausblick. Nee, ich glaube, wir haben gerade eine Folie übersprungen. Es kommt nämlich genau unsere Ausblickfolie. Natürlich, wir wollen mehr Hardware bauen. Wir hoffen auch, dass ihr mehr Hardware baut, dass ihr Hardware baut, dass ihr Hardware dokumentiert, mit einbindet. Ja, dass das Projekt wächst, das Ökosystem wächst und wir so offene Sensoren auf relativ breiter Basis hinkriegen. Wir wollen Workshops machen, beispielsweise an verschiedensten Freifunk-Treffen, Terminen und so weiter für Einsteiger, Platinen löten, den ersten Sensor in Betrieb nehmen. Wäre auch denkbar, das mit Schulen oder anderen Bildungseinrichtungen oder sowas zusammen machen, einfach mehr Leuten die Möglichkeit geben, sowas mal selbst gemacht zu haben. Wir wollen auch schauen, wie wir das Ganze mit dem Things Network, also LoRaWAN, TTN, integrieren können, weil das ist auch eine meiner Ansicht nach sehr wichtige Technik für IoT-Geräte. Deutlich energiesparender als das WLAN. Und da wollen wir eben schauen, wie wir auch in Bezug auf die Federation-Sache da die beiden Projekte ineinander integrieren können, dass die beiden miteinander kommunizieren und so weiter. Wenn ihr da gute Ideen habt oder im TTN aktiv seid, kommt gerne mal vorbei. Und natürlich Ausbau des Backends, einmal Funktionstechnik gehört dazu, andererseits aber auch das Backend so weit fertig dokumentiert zu kriegen, dass sich jeder, der Lust drauf hat, ein eigenes Backend aufsetzen kann. Genau, dann können wir weiter. Genau, mitmachen, also einmal unsere GitHub-Organisation, da sind eigentlich alle wichtigen Sachen drin, die Hardware-Repos, die Software-Repos und auch die Dokumentation ist da mit drin. Wir haben eine Mailingliste vom Freifunk Stuttgart und ansonsten Infos und so weiter bekommt ihr auch auf unserer Homepage mit. Homepage auch noch auf den ganzen Aufklebern, die hier überall rumliegen, könnt ihr euch auch gerne mitnehmen, eure Hardware mitdekorieren, ja. Und das war's dann eigentlich schon von unserer Seite. Dann erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit, dass ihr alle da wart. Besucht uns gerne drüben und jetzt hätten wir dann noch Zeit für Fragen, Ideen, Anregungen. Ja.
Genau, wir warten noch kurz. Es gibt, glaube ich, ein Mikro für Fragen. Ja. Zum einen Geigerzähler und Feinstaub NOx fände ich super spannend in solchen Sachen. Und vielleicht jetzt eine blöde Frage, aber wo ist genau der Aufhänger, was das Ganze für Freifunk interessant macht? Weil das sind jetzt alles Sachen, wo ich so denke, ja, das hänge ich halt irgendwo ins Netz. Und der Vorteil ist ja, dass es sehr breit verfügbar ist. Ja, das stimmt. Da haben wir uns auch schon einige der Gedanken drüber gemacht. Oder ich sag mal so, ich persönlich halte es auch für möglich, dass es demnächst generell wird. Idee war nur erstmal, der Freifunk ist quasi der Grund, warum es entstanden ist. Und so mit der Zeit haben wir dann gemerkt, es gibt ja eigentlich noch viel mehr als nur, dass wir Sensoren in Freifunk reinhängen. Oder wenn wir es richtig machen, dann kommt da viel mehr rum. Es ist nur halt jetzt noch historisch gewachsen Freifunk IoT. Und ist auch noch personell recht eng verbunden. Also zwei von uns sind Stuttgarter Freifunker, deswegen ja, Freifunk IoT. Gut, ja, dann vielen Dank. Ansonsten, wenn ihr uns noch von der Blockchain abhalten wollt, ihr wisst, wo wir sind. Ja. Dann würde uns freuen, wenn demnächst von euch vielleicht auch noch ein bisschen Input kommt, gerade auf GitHub oder wir Hardware sehen. Ja, vielen Dank.